Bonbon-Pilz. Süße Pilze, die man wirklich nur samstags essen sollte und hinterher das Zähneputzen nicht vergessen. Brüllpilz. Dieser Pilz ist nach seiner Maserung benannt. Wie die schreienden Münder, die wie schreiende Münder aussieht. Was? Was habt ihr denn gedacht? Ach so, Brüllpilz, ja. Aber nee, hier, Radieschenbeete. Die sind wohl am effektivsten, was die Nahrungsbeschaffung angeht. Gibt es eigentlich auch eine bessere Holzpflanze schon? Nein. Gut, wir haben 3 Forschungstische. Fehlt nur noch der 3. Forscher. Der levelt langsam auf. Währenddessen gucken wir mal kurz. Ah, wir sind kurz davor, in den Raum vorzustoßen. Von da aus graben wir dann einfach nach unten mal wieder kerzengerade. Dann kommen wir nämlich in dem Raum raus. Und von dem Raum aus können wir die restlichen... guckt euch das an, da sind ja noch zig Räume. Ja. Wir haben viel zu tun. Hier meine Abkürzung für unsere Zwerge. Also bessere Spitzhacken wären wirklich nicht schlecht. Sind das Kartoffeln? Das sind tatsächlich Kartoffeln. Dich bringe ich mal ganz schnell in Sicherheit. Da sind nämlich 2 böse Goblin-Schläger im Weg. Und ja, ich glaube, ich könnte wirklich, wenn ich jetzt hier weitergehen will... würdest du bitte ordentlich weglaufen? Genau, der kann durch die Erde durchwerfen. Wo ist mein 3. Kampfzwerg? Da ist einer, da ist der andere. Der 3. kommt, okay. Sonst geht das hier nämlich wieder übel aus. So, wie immer eine Leiter platzieren. Weil hier baue ich gerade Marmor ab. Hey, Marmor. Und ja, ich weiß echt nicht, wie ich den Thron upgrade oder ob der sich von selber upgradet. So, jedenfalls habe ich hier leicht fast schon eine Abkürzung gegraben. Und dabei mehr Gold gefunden. Und ja, die Radieschen, die bringen wirklich viel mehr Nahrung. Aber meine Arbeiter sind halt auch ziemlich effektiv. Mittlerweile. Ja, 7 Nahrung. Mehr als das Doppelte. So, Stufe 1 Forschung habe ich bereits gemacht. Jetzt muss ich auf Stufe 2 Forschung warten. So, das Ding aktivieren. Ich könnte es untergraben. Puh.
Und ja, nebenbei untergraben. Ich werde jetzt doch hier an der Stelle, da hier genug Platz zu sein scheint, einfach mal etwas aushöhlen und dort einen Außenposten errichten. Also werde ich da schon mal alles vorbereiten für den Außenposten. Und dann. Da die weniger Holz kosten als die bequemen Betten und am besten sind, nicht Holz, sondern Gold kosten. Zwei bequeme Betten und wow, sind das jetzt viele Tische. Ja, Steintisch. Für den habe ich leider nicht mehr genug Stein. Festtagsbrei. Naja, der Turmalintisch ist immer noch am besten. Abgesehen vom Marmortisch. Deswegen bauen wir den Turmalintisch. Während ich darauf warte, dass meine Arbeiterzwerge hier unten, meine Bergarbeiterzwerge hier unten ein bisschen aushöhlen. Ja, und einer die Steintafel aktiviert. Dann haben wir nur noch drei Stück. Und die Schatzkammer vor uns. Und ja, man sieht, wir sind wieder schon wieder über eine Stunde an dieser Mission dran. Also das Projekt kann sich eine Weile ziehen. Ihr müsst wohl gerne graben, ihr habt da aber viel zu weit gebuddelt, das ist viel zu tief. Pff, was? Aber weiter oben ist nichts mehr. Außer das hier. Nee, das ist auch noch viel tiefer. Ach ja, muss ich so einen Außenposten eigentlich bauen, oder? Nein, nicht hier, sondern beim Militär. Außenposten. Nein, der ist sofort da. Den platzieren wir nämlich mal hier und weisen alle drei Militärzwerge zu. So, und dann tue ich schon mal die Betten verlegen. So, das eine Bett. Das zweite Bett. Ich brauche doch ein drittes Bett. Das war zu weit. Den Tisch. Und ja, Betten. Stühle. Betten. Betten sind besser. Na, dann ruhig so ein Bett noch so. Kleiner Tisch, an dem die Zwerge gemeinsam Brei essen. Diese Tradition begann als Dankesgeste an König Weihnachtsvater. Aber schon bald aßen die Zwerge den Brei selbst. Ja, sehr schön. So, kleiner Außenposten. Der wird langsam. So, die Fahne hierher. Und in dem Außenposten ist sogar Gold. Und ich habe eine gute Idee. Das Bett wird nach hier unten verlegt.
dass hier eher gebraucht wird. Das war wieder zu hoch, oder? Nein, gerade richtig. Und das Bett wird hierhin verlegt. So. Du doch dahin, und da sieht es so ein bisschen aus wie ein Schlafsaal. So, was passiert jetzt wirklich, wenn ich die Steintafel untergrabe? Ist mir noch niemals so wirklich aufgefallen. Aber ja, so kommen wir auf jeden Fall schneller voran. In die letzten Räume hier hinten. Aber ich glaube nicht, dass wir die Steintafel verkaufen können, nein. Okay, sie fliegt einfach bloß, landet einfach bloß in der nächsten Etage. Gut, ich würde sagen, graben wir einfach mal hier runter. Ja, direkt auf eine Turmalinader zu. Oh. Bessere Fallen, sehr schön. Da können wir nach als nächstes die besseren Spitzhacken. Da kommen wir wirklich am schnellsten voran. Oh, hier wäre sogar noch ein Stein. Na, grab erstmal hier unten in die Höhle. In das Goblin-Lager. Da kommt schon das Militär. So. Ja. Die Bergarbeiterzwerge rennen ein bisschen. Ein Bett für Goblins. Jetzt nicht mehr. Ein Sack Brot. Ein Forschungspunkt. Eine kaputte Bank. Eine Truhe. Und hier wäre auch jede Menge Mauerstein. Hm. Mauerstein klingt ja schon mal nicht schlecht, so. Buddeln wir dann mal in die Richtung weiter. Und hier ist, glaube ich, sogar... Entweder ist es Obsidian oder es ist... Ja, das müsste Obsidian sein. Und hier ist noch mehr Stein. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und ja, wir haben Mauerstein gefunden. Ja, wird langsam. Kommen wir in den Raum da? Ja, in dem kommen wir auch. Oh, Spinne und ein Goblin. Das heißt, bevor ich in den Raum reingrabe, grabe ich erstmal die kümmere ich mich erstmal um den Goblin und die Spinne. Die Spinne will meinen Außenposten kaputt machen. Können wir das zulassen?
Da ist nochmal Mauerstein.